Also zu 80% tatsächlich ist es so, dass die Frauen noch an ihrem Aussehen was verändern. Das kommt auch aus Amerika. Das fängt an mit Botox, abgesehen vom Haare färben. Es fängt an mit Schnippeln und Tackern. Also das sind für mich Frauen, die unselbstständig sind, die kein Selbstbewusstsein haben. Und da müssen wir ansetzen. Und nicht unbedingt in der Werbung.